Herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved mit Aresu. Ich bin Aresu und brauche sehr viel Leder. Dafür müsste ich theoretisch mal Face, die Dame, die mir hier folgt, auf Jagd schicken nach Dodos. Das wäre ganz praktisch. Oder vielleicht sollte ich auch andere Dinos jagen, aber naja. Momentan sammle ich erstmal noch das Zeug für mein Haus zusammen. Was ebenfalls wichtig ist. Hoppala. Da habe ich mich etwas verschlagen. Dann schauen wir direkt mal, wie viel Zeug wir jetzt gerade brauchen. Beziehungsweise wie viel wir brauchen, ist nicht ganz klar, weil ich ja anhand der Set Foundations, die ich habe, entscheide, wie ich baue. Ich sehe gerade, von hier aus sieht dieser Felsen dort hinten aus wie der Königsfelsen aus. Nicht Herr der Ringe, wie hieß es? König der Löwen. Ist fast das gleiche. Gut, warum brennt das hier noch? Verbrennt das gerade die Kohle? Das muss ich gleich mal überprüfen. Wir sind bei 5. So. Nein. Ich muss zu dem Zeug, das im Inventar rumliegt. Da haben wir es. Ne, okay, es ist nur später ausgegangen. Da war noch das letzte Stück Holz am Brennen offenbar. So. Perfekt. Und perfekt. Ups. Was war das? Moment. Ah, ich bin auf die Box getreten. Okay. Gucken wir mal, wie geht's dem Feld. Gut, Dünger ist noch genug drauf. Wasserverbindung ist hergestellt. Alles wunderbar. In das andere Feld mache ich jetzt noch nichts rein. Da warte ich nämlich, bis ich einen Narkobärensamen habe. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Setsche ich hier brauche. Ich packe mal noch ein bisschen was rein. So. Ist natürlich klasse, dass ich da auch wieder was brauche, das ich fürs Bauen benutze. Also, ich habe hier jetzt gerade eine ganze Menge zu tun mit dem Farm. Na, geh mal ein Stück weg, ich muss das aufheben. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, oh Gott, tut mir leid. Oh. Entschuldigung. Aber du heilst wieder, alles in Ordnung. Das tut mir leid, das tut mir leid. Das war nicht so gemeint. So. Jetzt brauche ich noch mehr Sedge. Wenn ich es hier noch eins nach vorne bringen könnte und dann abschließen würde, dann hätte ich eigentlich ein akzeptables kleines Häuschen. Beziehungsweise die Grundlage für ein akzeptables kleines Häuschen. Oh nein, nein, nein! Nein! Komm dort weg, Face! Moment, warum reagiert sie auf den Pfiff nicht? Nein, nein! Komm dort weg! Komm dort weg! Ich wollte doch nur den Baum abernten. Hilfe! Nein! Face! Ach Gott! Au! Verdammt! Das war doch... Das, ich wollte das doch gar nicht. Okay, mal sehen, ob sie mich wenigstens wieder zurückgehen lassen. Hallo? Die arme kleine Face. Oh, das ist nicht Face gewesen, das war mein Lagerfeuer. Das ist unwichtig. Oh!
Ich kann es gerade kaum übers Herz. Ah. Tut mir leid, Kleine. Ich glaube, es wird wirklich langsam Zeit, dass ich hier den Friedhof baue. Aber vorher mache ich lieber noch mein Haus fertig, damit der Friedhof tatsächlich irgendwie in der Nähe lokalisiert ist. Verdammt. Noch mehr Fiber hier rein, so. Und Holz, das brauche ich. Selbst muss ich jetzt noch holen. Verdammt nochmal. Wooden Wall brauche ich nicht. Set Foundation kann ich gerade nicht. Dann machen wir noch ein paar Steinwände. Oh, nur eine Steinwand jetzt erstmal. So, damit haben wir die. So. Fertilizer ist immer noch drin. Oh, passt mal auf, wenn ich erstmal eine Armee von großen Fleischfressern habe, dann habt ihr überhaupt nichts mehr zu lachen. Überhaupt nichts mehr. Gib mir das. Es war ein Missverständnis, Mensch. Ups, verfehlt. Getroffen. Gut. Hier ist was. Verzeihung. Summt da rum. Eine Libelle. Die Libellen kann ich immer noch nicht ganz einschätzen. Ich glaube. Wo liegst du? So. Ich glaube, die greifen einen immer nur an, wenn man in der Nähe ist, während sie gerade essen, und die essen nur Aas eigentlich. Und sie verteidigen sich eben, wenn man sie angreift. Wirklich sicher bin ich mir dabei auch nicht. Mal ehrlich, die gehen hier hin, während ich abbaue. Lassen sich treffen und dann töten sie einfach Face. Was soll das? Wir haben nur einen Grund gesucht. Die wollen einfach bloß nicht, dass ich hier einziehe. Und normalerweise hätte ich auch überhaupt kein Problem damit, einfach nicht hier einzuziehen. Aber jetzt habe ich hier schon angefangen und ich kann nicht einfach so umziehen. Ich habe dafür nicht die Mittel. Das muss denen doch klar sein. Sedge Foundation, wieder 2. Ganz davon abgesehen, jetzt, wo sie mich angegriffen haben, aus reiner Böswilligkeit, will ich denen auch nicht mehr wirklich ihren Willen geben. Im Gegenteil, ich baue hier ein riesiges Schloss auf. Und ganz oben, weißt du, was ich da hinhänge? Ein Triceratops-Schädel. Ja, du hast richtig gehört. Ein Triceratops-Schädel. Deinen. Jetzt guck mich nicht so an. Okay, dort hinten haben wir wieder ein bisschen gratis Loot. Da gehen wir mal schnell hin. Schnell, 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 schnell. Bevor es kaputt geht.
Und wir wechseln mal sicherheitshalber auf den Speer, für den Fall, dass wir irgendwem begegnen, der uns nicht ganz wohlgesonnen ist. Dort ist Batman. Gut, das ist doch weiter als ich dachte. Aber egal, ich muss einfach bloß hier diesen Weg dann zurückfolgen und immer weiter geradeaus gehen, wenn der Weg zu Ende ist. Okay, das ist schon am Boden. Oh Gott, da hinten kämpft ein Affe gegen ziemlich große Tierchen. Ich weiß nicht, ob der Dilo mich jetzt gesehen hat. Oh, der da wird mich sehen. Angriff! Oh, 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 oh. Nein, Kano! Tja. Ich weiß zumindest ganz genau, wo meine Leiche ist, weil dort quasi ein Leuchtfeuer ist. Ich bin ziemlich sicher, ich bin tot, wenn ich dahin gehe. Aber ich muss es versuchen. Okay, das war gefailt. Ich geb's zu. Hier irgendwo Megalodons? Nein, alles sicher. Wunderbar. Da hinten ist ein Ichthyo. Vor dem haben wir keine Angst. Ich stelle gerade fest, ich kann an der Oberfläche schwimmen, einfach indem ich mit der Maus steuere. Das ist inzwischen also besser gemacht worden. Okay, nur ein Ichthyo. Nur ein Ichthyo. Alles in Ordnung. Die Ichthyos sind Fleischfresser, aber sie beißen mich nicht. Sie schubsen einen nur immer zu ungünstigen Zeiten, habe ich gelesen. Wie eben. Das heißt, sie sorgen eher dafür, dass man ertrinkt, als dass sie einen angreifen. Jetzt weiter. Aufhören, mich zu bewegen. Du bist witzig. Dann sind wir auf einmal im Drowning-Simulator. Habt ihr davon gehört, dass es gab tatsächlich eine Weile, die also war relativ lange, so ungefähr einen Monat oder so populär, tatsächlich ein Drowning-Simulator, in dem man einfach nur die ganze Zeit ertrunken ist. Diese Sicht hatte aufs Meer, auf die Hände, die nach oben greifen und dieses Gurgeln immer wieder hatte. Und man hat die ganze Zeit nur gedrückt und wenn man aufgehört hat zu drücken, ist man eben tatsächlich ertrunken. Man konnte nicht gewinnen, aber man konnte sehr wohl verlieren. Ah, da hinten kämpfen Stegos eventuell gerade gegen den Kano. Ja, sehr gut. Die Stegos werden mir nichts tun, weil ich nicht böse bin. Ha! Oh, das sind mehrere Kanos, gegen die die kämpfen. Oh, wow, wow. Da will ich auf keinen Fall in den Weg gehen. Aber in die Nähe auf jeden Fall. Ha, gut gemacht, Stegos. Beziehungsweise ein Stego, der andere hat gefailt. Das war Instant Karma. Okay, gehen wir zurück, holen uns ganz schnell unsere Speere. Das mit dem gehen wir zurück ist jetzt natürlich einfacher gesagt als getan. Ich verlaufe mich ja gerne einmal und zweimal oder dreimal auf dem Weg zu einer Leiche.
Und rüber. Ich habe diesen Drowning-Simulator nie gespielt, aber ich habe mir damals ein paar Let's Plays angeguckt. Die Leute waren total entsetzt. Und mit der Zeit auch tatsächlich verzweifelt, als würden sie wirklich ertrinken, weil die einfach nicht ertrinken wollten dort, auch in dem Spiel nicht. Aber das Spiel ist da wirklich gnadenlos. Man ist dort wirklich auf hoher See, man hat einfach keine Chance. Man ist weder ein Fisch, noch ein Profi-Schwimmer. Das da hinten leuchtet anders als sonst, glaube ich. Aber da gehe ich trotzdem jetzt nicht hin, weil ich einfach keine Zeit habe. Ich muss mein Zeug finden. Und da muss ich zurück nach Hause, wo der Dilo wahrscheinlich gar nicht mehr auf mich wartet. So, eine Stelle mit ganz vielen Leichen. In relativer Nähe zum Obelisken und zum Fluss. Yes. Wenn man hier den Boden ein bisschen verändern könnte, also begradigen und so weiter, dann würde ich auch dafür sorgen, dass ich mich zurechtfinden könnte. Hier vielleicht? Das sieht aus, als könnte es die Lichtung sein und die ist... ist nicht die Lichtung. So. Mensch, ich kann überhaupt nicht reden, wenn ich versuche, mich zu orientieren. Dadurch, dass ich mich dauernd verlaufe, kann ich mich kaum muss ich mich dauernd orientieren und kann kaum reden. Deswegen schleppt sich das immer so mit meinem Sprachstil während der Let's Plays. Uah. Tja, wo ist jetzt schon wieder meine Leiche? Theoretisch dürfte es gar nicht so schwierig sein, die zu finden. Ich meine, da liegen drei riesige Dinosaurierleichen daneben. Zwei Kanos, ein Stego. Wie schwer kann es sein, sowas zu finden? Ich hätte wegrennen sollen, statt versuchen zuzuschlagen. Vielleicht im großen Kreis und mir dann das Zeug wieder einsammeln. Okay, ich muss einfach nur den Weg finden. Ich habe ja vorhin den Weg gesehen, denn der muss irgendwo hier sein. Mhm. Und könnte es dort sein? Hier sind Kanos, nicht Kanos. Hier sind Dilos, die den Weg versperren. Aber das sieht aus wie die Stelle, an der ich mich versucht habe, hier vorbeizuschleichen. Mal sehen. Und, das sieht aus, als könnten es die Gesellen sein, die mich eben getötet haben. Das heißt, eventuell ist hier irgendwo mein Rucksack. Rucksack, wo bist du? Na komm, Rucksack, zeig dich. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach wieder ein total anderes Nest aufgestöbert habe. So, Mensch. Ich sehe hier auch nicht das geringste Anzeichen einer Schlacht zwischen Stegos und Kanos. Deswegen liege ich eventuell auch falsch, was den Ort angeht.
Verdammt nochmal. Ich brauche eine Minimap. Minimaps sind immer eine tolle Sache. Quasi ein eingebauter Orientierungssinn. Für Leute, die sonst keinen haben. Hier irgendwo muss das doch gewesen sein. Verzeihung. Jetzt bin ich schon wieder zu weit weg, glaube ich. Okay, mal sehen, was verliere ich denn, wenn ich jetzt aufhöre, die gleiche zu suchen? Pfeil und ein Haufen Bögen, aber sonst nichts wirklich Wichtiges, ne? Na, Axtspitzhacke kriegt man schnell wieder zusammen. Eine Menge Fleisch. Verzeihung. Ich weiß nicht, was mich jetzt da verfolgt. Achso, wieder nur eine Drohne. Oh, ein Ei. Na, wem gehört's? Parasaurus. Gut, nehmen wir mit. Da habe ich keine Angst vor. Wahrscheinlich könnten die mich auch ohne Probleme zertrampeln. Aber sie tun es ja nicht. Das ist das Wichtige. Wenn ich auf der Map wenigstens immer angezeigt bekäme, wo ich bin. Aber das würde auch irgendwie merkwürdig aussehen. Wenn ich so ein Buch mir schnappe und da ist ein großer Pfeil, wo ich jetzt gerade bin, oder wenigstens ein Kreuz oder sowas. Das würde nicht realistisch wirken. Deswegen verzeihe ich den Entwicklern mal, dass sie drauf verzichtet haben. Okay, da haben wir mein Haus wieder. Gut, dann sammle ich mir eben einfach so alles wieder zusammen. War ja eh nicht so viel, was ich jetzt bei hatte, wie gesagt. Ah, Piranha, aua, aua, aua. So, dann gucken wir mal. Fertilizer ist noch drin. Machen wir trotzdem noch ein bisschen mit dazu. Wir haben doch gar nichts bei. Wie soll ich da was dazu machen? So. Das ist eventuell der, den ich zähmen wollte. Na gut. Hand-to-Hand-Combat, los! Was so? Para! Okay, ich geb zu, ich hab dein Ei geklaut, aber das war etwas übertrieben. Also wirklich. Merke, auch vor Parasauren Angst haben. Schlimm. Alles kann mich hier töten. Alles. Obwohl, ich glaube, mit einer Libelle könnte ich es aufnehmen. Vielleicht auch mit einem Trilobiten. Also unbewaffnet jeweils. So, jetzt brauche ich noch ein Steinchen und schon kann ich mir wieder eine Spitzhacke machen. Also glaube ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich nehme einfach mal an, dass ich gerade hier noch gesammelt habe. Ah, da war ein Stein. Und da kommt die Spitzhacke. Gut.
Das ist eventuell eine gute Methode, den Parasaurus sich zu zähmen. Den erstmal ein bisschen provozieren, indem man seine Eier stiehlt. Und dann, wenn er provoziert ist, kann man auf ihn schießen, ohne dass er wegrennt. Also eventuell. Aber ich glaube, mit den Tranquilizer-Fällen bin ich da doch besser beraten. Aber testen wir später irgendwann aus. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin jetzt bei, ich glaube, 41 oder 40 oder 41 müsste die Folge gerade sein. Und ich bin immer noch im sehr frühen Midgame, würde ich sagen. Wenn nicht noch im späten Early Game. Naja, okay. Dann hoffe ich, die Folge hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten. Vorausgesetzt, ihr schaltet wieder ein, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Jo, und ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lassen würdet, in denen ihr mir sagt, was ich besser und schlechter machen, was ich besser machen kann und was ich schlecht mache. Und ansonsten, lebt wohl. Bis zum nächsten Mal.